Du hast den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute wieder ist die Miriam Ross. Hallo Miriam. Hallo, guten Tag aus dem sonnigen Münster. Sonnig wir haben strahlenschönes Wetter heute. Also, schön. Ja. Hier ist es grau, aber wir lassen uns von deiner Sonne natürlich anstecken, ist ja völlig klar. Genau, die scheint durch Riverside rüber. Ja, genau. Riverside ist übrigens das Tool, was wir hier verwenden. Denn das hier ist eine Live-Podcast-Folge. Wir haben ja versprochen, dass wir das immer wieder mal testen hier. Zum einen das Tool, zum anderen, wie ihr das auch für euch entdeckt. Das heißt, ihr könnt hier live als Publikum mit dabei sein oder seid es schon und könnt im Anschluss eure Fragen stellen, die wir dann auch hier live aufzeichnen und über unsere Genius Alliance University zur Verfügung stellen. Wir haben uns überlegt, Miriam, wir werden heute über das Thema, und ergänze das gerne, digitale Prozesse, vielleicht sogar automatisiert, vielleicht sogar vollautomatisiert, wenn es möglich ist, im Unternehmen sprechen. Das heißt, vorzugsweise natürlich das Thema Steuern und Finanzen. Also wie kann ich meine Buchhaltung optimieren? Wie kann ich die Abläufe optimieren? Und bis hin zum Thema Controlling. Also wie helfen mir Tools dort? Wie kann ich diese Prozesse so gestalten, dass ich damit nicht ganz so viel zu tun habe? Ich ziele auch deshalb halb in die Richtung, und das sage ich jetzt dir, Miriam, weil wir ein Projekt gerade am Start haben, und zwar mit unserem Startup Pilona, das wir begleiten, haben wir eine Mastercraft, haben wir es genannt, für Bau- und Handwerksbetriebe ins Leben gerufen. Das ganze Thema startet im Januar, geht 3 Monate, und dort helfen wir Handwerkern zu verschiedenen Themen, unter anderem eben auch Steuern und Finanzen. Da bist ja dann du, Miriam, auch mit dabei. Und vielleicht können wir das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn ich weiß aus sicherer Quelle, wir haben natürlich mit ein paar Handwerkern gesprochen, kleineren Betrieben, größeren Betrieben, dass das mit diesem ganzen Thema Buchhaltung oder auch Angebotserstellung, diese ganzen Verwaltungsprozesse immer wieder Probleme machen, weil sie einfach aufhalten, weil sie vielleicht auch in Prozessen funktionieren, die nicht mehr zeitgemäß sind, weil einfach digitale Tools fehlen oder gar nicht bekannt sind. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Also ich kann ja ganz gut berichten. Es gibt, also quasi, mein Mann ist ja Handwerker. Perfekt. Also genau, wir haben einen relativ großen Treppenbau- und Plattierungsunternehmen. Und ich denke, dass es so, wie die Abläufe in der Buchhaltung, Angebotserstellung sind, ist es wahrscheinlich zu aus der Hüfte geschossen 80% bei den Handwerkern. Also es ist wirklich so, wir kriegen die Ordner, die sind auch fein säuberlich geordnet, das ist überhaupt kein Thema, tippeln die dann ein. Es ist auch noch, es wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass quasi der Buchungsstempel noch mit dabei ist und dann noch das Konto, wo gebucht wurde. Und dass es dann eben wieder zurückgeht mit den ganzen Unterlagen. Dann eben der wieder zerpflückt wird, die Rechnungen, die dann teilweise in zweiter und dritter Ausfertigung auch da sind, nämlich einmal in den Ordner für den eigentlichen Ordner, dann quasi geht ein Ordner, wo kontrolliert wird oder überwacht wird, wann eigentlich Zahlungsziel wäre und ob es dann gekommen ist. Dazu gibt es dann noch ein Rechnungseingangsbuch und Ausgangsbuch, wo das Ganze auch nochmal niedergeschrieben wird. Und zum Schluss gibt es ja auch noch dann die OP-Liste vom Steuerberater. Das ist einmal der Prozess der Buchhaltung, also Controlling oder sowas in der Art gibt es gar nicht. Also jetzt auch, woher kriege ich die Preise? Was passiert jetzt gerade auch mit den steigenden Preisen? Angebotskalkulation einfach auf dem Blatt Papier. Also es ist jetzt auch so, dass viele, gerade städtisch oder von den Ländern her, die Angebote wirklich über auch ein Tool erfolgen. Teilweise webbasiert, teilweise aber auch per CD noch. Also da gibt es auch, also selbst die sind da noch nicht so weit. Da wird sich halt das Angebot ausgedruckt und dann händisch wird das reingeschrieben. Ne? Also
So ist ja momentan der Ablauf. Digitalisierung, ja, schauen wir mal, aber das System läuft ja gerade so gut. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen das Argument, warum sollen wir was ändern, was ja gerade so gut läuft. Ja. Digitalisierung, wissen wir jetzt auch nicht, müssen wir jetzt auch nicht haben. Bestellung auch übers Fax, also so ganz klassisch. Ja, und ja, keine Digitalisierung. Also ja. Das ist so ein bisschen das Thema dabei. Und klar versucht man dann auch zu sagen, guck doch mal, es gibt ja diverse Tools, wo das Leben einfach einfacher macht. Also für mich ist LexOffice eigentlich gerade für diese Unternehmensgröße prädestiniert. Klar gibt es auch von DATEV Unternehmen online. Auch da kann man das ganze Thema gut monitoren, kann auch Angebote rausschreiben. Also von daher gibt es viele Tools, aber ich glaube, diese Bereitschaft oder ich weiß nicht, warum das in dieser Branche so verhakt ist. Ne? Jetzt ist das natürlich auch ja, die wollen was bauen. Da fehlt es einfach an. Also zum einen will ich sagen, es fehlte in der Vergangenheit an wirklich guten Tools und mit LexOffice, das wir ja selbst verwenden, ohne dass die ja auch Werbepartner dieser Podcast-Folge sind übrigens, genau. Ist man perfekt beraten. Vielleicht gleich mal die Frage an dich, LexOffice, bis zu welcher Unternehmensgröße macht das Sinn? Also wo würdest du sagen, dann wechseln wir bitte auf SAP und Co.? Also ich würde sagen, so aus dem Bauch raus bis zu 1 Million, 1,5 an Umsatz. Also es kommt immer darauf an, was für ein Geschäft man natürlich hat. Ja. Wenn man viele kleine Rechnungen hat, ne? Also oder viel kleine Rechnungserstellungen machen muss, ist die Frage, wann wird es sehr aufwendig? Mhm. Wenn ich jetzt nur 4, 5 Riesenprojekte habe, geht es natürlich auch bis 5. Also es kommt immer darauf an, was ist der Treiber meiner Komplexität, ne? Was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Ja, schön. Aber eigentlich so Pi mal Daumen würde ich sagen, 1 Million und dann ist das ein super Tool für kleinen Mittelständler, also je nachdem, was für ein Geschäftsmodell ich habe. Ne? Wenn ich eine langfristige Auftragsfertigung habe oder große Beratungsgeschäfte habe, wo ich sage, ich habe 10 Beratungen pro Jahr oder ein Anwalt zum Beispiel ist ja auch prädestiniert, wo immer so einzelne Projektstücke hat, dann kann das auch höher skalieren. Aber wenn ich jetzt so ganz kleinteilig nur unterwegs bin, ist natürlich die Frage, reicht es dann, also gerade das Thema war ein Wirtschaftssystem, ne? Wie kriege ich das dann dran, wenn ich jetzt zum Beispiel in Einzelhandel bin? Das ist die Frage. Aber eigentlich ist das für bis zu 1 Million aus dem Bauch raus, glaube ich, ein sehr gutes Tool. Bei uns ist das ähnlich, dass die Heterogenität einfach deshalb existiert, also diese vielen verschiedenen Silos, die einzelne Aufgaben dann lösen. Nehmen wir nur mal das Thema Zeiterfassung. Ja. Wenn du das dokumentierst, bei uns ist es so, wir verwenden da ein Tool, das nennt sich Harvest. Das habe ich auf meinem Smartphone, da sind quasi die ganzen Projekte hinterlegt und ich kann, egal wo ich bin, ganz schnell meine Zeit erfassen, weil ich natürlich weiß, dass es wichtig ist, das wirklich tagesaktuell, wenn nicht sogar stundenaktuell zu führen, weil du das gar nicht mehr rekapitulieren kannst eine Woche später. Ne? Und das fließt dann bei uns in LexOffice mit ein. Ja, also das ist ja genau die Anbindung von den Vorsystemen. Also auch DATEV bietet da ja auch diverse Schnittstellen und gerade das Thema Stundenaufschreibung, wenn wir wieder zurückkommen zum Handwerksbetrieb, ne? Also dieser Soll-Ist-Vergleich oder das Projektcontrolling. Man hat seine Handwerker draußen und hat, also ich glaube, es scheuen sich ganz viele zu sagen, ich mache eine Stundenaufschreibung. Das ist immer noch so, oh Gott, die Arbeit wird kontrolliert, ne, bis man, also es ist einmal ein kulturelles Thema, den Mitarbeiter beizubringen. Nein, es geht mir nicht darum zu gucken, ob du arbeitest, ja, sondern absolut. Einfach die Produktivität der Projekte zu messen und einfach einen Weg zu finden, zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Projekt X angeboten mit Preis X. Passt das überhaupt im Nachgang? Also so eine Nachkalkulation und auf Basis dessen dann auch zu lernen, ne? Das ist ja auch ein Lernprozess. Und gerade diese Stundenaufschreibung finde ich extrem wichtig, wenn wir wieder zurückkommen in den Handwerksbetrieb, ne? Dass man einfach den Mitarbeitern ein Tool mitgibt und sagt, hier, ihr könnt da direkt die Stunden eingeben. Das muss jetzt nicht 15 Minuten das, 15 Minuten das, sondern es reicht ja auch schon, wenn man das relativ grob macht, ne? Also, dass man jetzt auf Baustelle X war, eine Stunde oder zwei. Vielleicht noch eine Tätigkeit hinten dran legt, dass man aber wirklich das nicht komplex macht, sondern vielleicht nur drei Tätigkeiten hat, nämlich Baustelleneinrichtung, dann vielleicht in das Thema, ja, wir haben jetzt
Malerarbeiten gemacht, wir haben also das wirkliche Doing oder irgendwelche Nebenleistungen noch, vielleicht wieder abbauen oder Vorbereitungen oder einfach auch Besprechungen und das Thema eben mit aufnimmt, aber nicht zu komplex. Das reicht, glaube ich, auch schon, wenn man das sehr einfach, aber halt auch strukturiert anhand von den Angebotsstrukturen auch regelt. Ne? Und das finde ich gerade, wenn man wieder ins Controlling geht, auch extrem wichtig. Das ist, also ich würde sogar sagen, das wird total unterschätzt. Wie du sagst, es ist ein Akzeptanzproblem im Unternehmen, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und sagt, hey, pass auf, es ist keine Kontrolle, sondern ich möchte verstehen, also wichtige KPIs für mich, wichtige Kennzahlen für mich, ich möchte verstehen, warum wir auf der einen Baustelle und auf der anderen, um bei unseren Handwerkern zu bleiben, die eigentlich vom Arbeitsaufwand nahezu identisch sind, ja, länger gebraucht haben und warum nicht. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich natürlich auch in die Prozesse reingehen und sagen, wo muss ich jetzt meinen Mitarbeitern helfen, weil darum geht's, dass sie die Baustelle so effizient wie möglich hinkriegen. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich natürlich ungefähr schätzen, weil ich die Baustelle besuche, weil ich irgendwie mir das Projekt von außen anschaue, aber ich bin natürlich nicht im operativen Business drin. Und wenn ich es bin, habe ich auch nicht die Draufsicht. Ja, dann bin ich auch betriebsblind, weil ich in jeden einzelnen Prozess involviert bin. Also ich brauche diese eigene, jetzt hätte ich fast Überwachung gesagt, aber die eigene Reflexion, um zu verstehen, wo muss ich intervenieren, wo muss ich vielleicht meinen Kunden auch anders führen. Ja? Ich sage zum Beispiel immer, mache Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten. Ja, wenn du einen Kunden hast und sagst, du hast mit dem Kunden einen Deal, ja, dann ist auch wichtig, dem Kunden zu sagen, pass mal auf, dort stehen wir in dem Projekt und muss das ja auch irgendwie transparent machen. Ja. Weil bei einer Zeiterfassung ist das natürlich für einen Kunden auch immer ein bisschen schwierig, ja, weil so ganz nachvollziehbar ist es für einen Kunden vielleicht nicht. Wieso hat jetzt eine Entwicklung einer Marke 40 Stunden gedauert oder mehr, ja, wo doch die Idee so einfach und glasklar auch in einer Stunde hätte erledigt werden können, ja. Genau. Dass man das einfach darüber transportiert oder wenn man wieder zu den Handwerkern geht, man ist ja immer gewerksabhängig unterwegs. Ne? Also es ist ja meist ein Vorgewerk, das fertig sein muss. Auch die Themen kann man ja dann auch super transparent gestalten. Sagen, ich war jetzt fünfmal da so und so und das Vorgewerk war noch nicht fertig, ich konnte nicht anfangen. Auch die Themen und auch frühzeitig dann die Kommunikation zu gehen. Ne? Ja. Auch das ist ja auch ein Thema, dass man berücksichtigen muss, nämlich diese Lehrkosten, ne? Die man teilweise gar nicht, weil wenn man nicht eine Grundlage oder Nachweis auch hat, ne, was hat man denn überhaupt getan? Wird es ja ganz schnell so ein bisschen, wie soll ich sagen, esoterisches Gelaber, kann man das so nennen, aber wenn der Kunde nichts Handfestes hat und wenn man aber sagt, guck mal, mein Mitarbeiter 1, 2, 3 waren in Summe 5 Stunden dann da, hier ist die Aufstellung und es ist nichts passiert, wir müssen reden. Dann ist das natürlich ein ganz anderes Vorgehen, wenn man sagt, so, es ist noch nicht fertig, das Vorgewerk, was machen wir? Und dann sagt er, ja, aber ihr habt ja noch gar nicht angefangen. Ja. Aber so kann man das halt auch glasklar kommunizieren, zumindest in den Prozess reingehen. Ja. Ne? Oder in der Nachkalkulation, ja, was ja dann auch entsteht, dass man dem Kunden am Ende des Projekts leider erst sagt, viel zu spät, wir haben hier Mehrkosten von 25%. Gerade jetzt in der ganzen also wir sind ja, also es sagt ja jeder, wir sind bei 4-5% Inflation. Ich glaube, gefühlt ist die schon größer. Also wenn man einfach das Energiethema noch mitnimmt, also es wird ja alles teurer im Moment. Und hat man im Prozess, hat mir immer gesagt, man macht Preis X, ne? Aber der ist ja, also das ist ja so volatil gerade alles, dass man einfach eine Nachkalkulation auch braucht, sonst hat man das ja also gar nicht im Griff. Also gerade, man hat ja zum Beispiel auch nicht immer, wenn man was beliefert, ne, man hat ja nicht die Sachen immer da, sondern man kauft ja on demand oder just in time. Das sind ja genau die Konstrukte, die man immer jahrelang hatte, nämlich zu sagen, ich habe meine Bestellung und dann kaufe ich erst ein, ne, weil dann habe ich den Auftrag. Und aber das ist vielleicht ganz weit vorne im Prozess und das Ganze zieht sich natürlich dann eben entsprechend. Ja. Und da ist halt eine Nachkalkulation extrem wichtig und auch den Blick immer so ein bisschen weiter schwenkt, auch auf den Cashflow zu haben. Ne? Also das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, also ich habe mir gerade mal aufgeschrieben, Transparenz super wichtig, also im Innenverhältnis ins Unternehmen hinein, also auch für mich als Unternehmenslenker oder Lenkerin. Transparenz aber auch nach außen zum Kunden. Dann das ganze Thema Effizienz, dass ich schaue, wie kann ich vielleicht meine Arbeitsabläufe oder auch
die Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken. Ja, die Gewerke habe ich ja auch, wenn ich ein digitales Projekt mache. Ja, dann brauche ich auch einen Designer, der mir das User Interface erstmal gestalten muss, bevor ich dann mit den Mockups meinetwegen in die Programmierung gehe. Also ist ja auch nur ein Handwerk. Ja. Also um hier Effizienz und damit, und das ist mein dritter Punkt, das Thema Skalierbarkeit hinzukriegen. Also Wachstum entsteht ja nur dann, wenn ich mir bewusst mache und Kennzahlen dafür habe, wie ich mein Unternehmen in die Wachstumsprozesse kriege, weil ich feststelle und sage, hier diesen Prozess mache ich schneller, ja, oder ich brauche hier sogar noch weitere Leute, noch weitere Fachkräfte, um hier einen Skalierungseffekt herzustellen. Ja. Genau, also man muss halt, was im nächsten Thema, diese Produktivitätsthema, ne? Wie lange brauche ich überhaupt für einen Prozess und wie kann ich darauf basierend wachsen? Was muss ich überhaupt mit im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt nur, grundsätzlich hatte ich 5 Gewerke, jetzt stelle ich 5 Mitarbeiter ab und will 10 haben. Ne? Wo ist eigentlich der Bottleneck dazu? Kann ich einfach so 1:1 skalieren oder habe ich irgendwo wirklich ein Thema? Ne? Und darüber kann man das halt natürlich auch super monitoren. Ja, absolut. Ich erinnere mich, kleine Anekdote, ich habe damals einen Handwerker gesucht, habe keinen gefunden in meinem Umfeld, ich kannte einfach keinen, war neu in der Stadt und habe bei Maihammer ausgeschrieben und dann habe ich den Handwerker kennengelernt, der dann irgendwie meine Wohnung, die ich damals hatte, streichen sollte. Und der hat mir so einen günstigen Preis gemacht, ohne, also inklusive Material, ohne Anzahlung zu nehmen. Ja. So, und dann habe ich gesehen, wie der das Ding streicht, habe mir gedacht, das ist nie machbar. Also, so, und dann habe ich ihm am Ende mitgeholfen, ja, zu streichen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte und habe das genutzt, dieses Zeitfenster genutzt mit ihm, um zu verstehen, wie der sein Business kalkuliert und aufbaut. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht denn das aus, warum nimmst du denn keine Anzahlung? Du musst ja die ganze Farbe, die ganzen, Malervlies und so weiter, musst du ja alles vorauslegen. Ja? Also das ist ja schon eine Katastrophe. Dann ist dir ja gar nicht bewusst in deiner Kalkulation, was dein interner Stundensatz ist. Also was musst du verdienen pro Stunde, meinetwegen runtergebrochen, damit du kostendeckend bist, ja, bis wir dann über irgendwelche Profite reden, weil deine Kalkulation ist ja voll für einen Eimer, weil du siehst ja, dass ich neben dir stehe und dir helfe, weil du das zu dem Budget einfach nicht auf die Reihe gekriegt hättest. Ja, ja. Ja. Wir haben dann miteinander gearbeitet, mehrere Jahre, und der ist jetzt ein sehr erfolgreicher Unternehmer, weil er verstanden hat, dass diese Wachstumspotenziale genau in diesen Prozessen liegen. Zu verstehen, wie funktioniert meine Finanzstruktur, ja, wie muss ich meine Abläufe besser gestalten und wie schaffe ich es durch diese Bessergestaltung, diese Effizienz, Skalierungseffekte zu nutzen. Ja. Genau, genau. Wie lange brauche ich eigentlich im Durchschnitt für eine Wand? Also genau. Oder für Quadratmeter, ne? Genau, das Thema. Ja. Und nur auf Basis von dem Kenntnisstand kann man auch skalieren und kann dann überlegen, wie kriege ich das vergrößert? Wie bekomme ich Wachstum hin, ne? Ohne mir dann eine eigene Hürde zu stellen, ne? Also das oder ein eigenes Bein zu stellen, nicht eine eigene Hürde geht auch. Genau. Und das ist halt elementar wichtig. Und ich glaube, egal wo man hinschaut, ist das, das eigentlich das grundlegende Problem. Also es gibt ja, die meisten Prozesse sind ja wirklich so, Buchhaltung kommt zum Steuerberater, wird es verarbeitet, dann kommt irgendwann die BWA. Klar ist, eine BWA kann man schön im Zeitvergleich dann vergleichen, hat dann schon vielleicht ein Gefühl, aber es geht halt nicht tiefer. Ne? Also das ist ja genau das Thema, dass man keine, weil es ja verschiedene KPIs gibt, die man einfach haben muss. Wie lange brauche ich eigentlich für Baustelle XY? Wie viele Leute brauche ich dazu? Ja. Was kostet mich eigentlich für die nächste Baustelle das Material? Was brauche ich da? Wie kann ich Einkauf skalierbar machen? Also das sind ja wirklich die Themen, die in so einer BWA halt nicht wirklich rumkommen, weil teilweise natürlich, wenn man gerade in die Bestände reingeht, ist ja auch ein Riesenthema, der ganze Einkauf, weil der teilweise gar nicht richtig abgegrenzt wird. Also hat man immer nur den kompletten Materialaufwand und kann das auch nicht zuordnen zu den Projekten. Ne? Also muss man noch nachkaufen, hat man vielleicht sich vertan. Warum hat man sich vertan? Ne? Was lief im Prozess falsch? Das sind ja genau die Themen, die so eine BWA halt auch nicht hergibt. Ja, ja. Und das, was wir jetzt gerade alles gesagt haben, ist ja auch stellvertretend für größere Unternehmen. Da nimmt die Komplexität natürlich zu. Ich erinnere mich gerade an ein Unternehmen, die hat eine AS400 als Warenwirtschaftssystem. Der Name ist Programm. Das war eine DOS-Oberfläche. Kennst du die? Ich habe damit ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere habe ich mit einer AS400 gearbeitet.
Genau, also du bist ein Insider, ja. Also das ist wirklich noch, bevor Windows überhaupt erfunden wurde, eine nicht grafische Oberfläche von, also die kannst du. Ja, da gab es schon Windows, so alt bin ich auch nicht. Dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, weil vor Windows gab es ja dieses DOS, ja, und das war genau diese Oberfläche, die man da bedienen darf. Und in diesem Unternehmen war das, es war schlicht nicht sichtbar, welche Skalierungseffekte man mit einem neuen Warenwirtschaftssystem machen konnte. Ja? Und wir haben dann ein ERP-System dort eingeführt, auf dem neuesten Stand der Technik, und die Prozesse wurden um 70% schneller. Ja? Um 70%, das war sehr beeindruckend. Und wir hatten 6000 Artikel. Ja? Also nur mal, um so eine Größenordnung darzustellen. Es war natürlich ein Riesenprojekt, klar, aber und ging über 2 Jahre. Aber das hat sich wirklich gelohnt. Das hat sich in kurzer Zeit amortisiert, das ganze Thema. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden, oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Ja, ist ja immer das Problem, viele scheuen ja so einen Prozess, weil sie sagen, oh, Migration, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen ein Angstthema, was die meisten haben. Weil natürlich das operative Geschäft, wenn man nicht ein explizites Projektteam dazu freistellt, da nicht leidet, aber zumindest so ein bisschen sich die Prioritäten verschieben. Und das ist immer das Problem, operatives Geschäft geht immer vor, dass es eben dann extrem lang dauert, so eine Migration auch zu tun. Ne? Ja. Und man natürlich an alte Strukturen dran geht, die man hinterfragt. Absolut. Auch das ist natürlich wieder so ein kulturelles Thema, dass viele sagen, oh, das läuft doch alles, ich will es doch gar nicht. Ja, das ist natürlich auch so das Thema. Ja. Wir hatten damals auch eine Übergangsphase. Ja? Also die Mitarbeiter haben alle gesagt, wir kennen uns damit aus, und die waren auch stolz, dass sie so eine alte Oberfläche so in, das bedient sie ja nur mit Tastatur, brauchst du keine Maus. Ja? Ja. Die waren total stolz, dass sie das so wunderbar auf die Reihe bekommen haben. Das heißt, unsere Herausforderung war diese Akzeptanzschaffung für das neue System. Ja? Als das neue System dann eingeführt wurde, dann hatten wir natürlich den Aha-Effekt, wo die Leute gesagt haben, oh krass, überleg mal, wie lange wir schon so auf diese alte Weise gearbeitet haben. Ja, und für die Unternehmer, also die Geschäftsführer, war das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte in ihrer Kalkulation, in ihrer Disposition, in ihrer Geschwindigkeit, die sie damit an den Tag legen konnten. Das war der Wahnsinn. Es ist so ein bisschen sinnbildlich, was ich gerade erlebe. Wir bauen ja gerade. Und von 10 Gewerken, ja, wo wir Angebote angefragt haben, ob das jetzt Gartenlandschaftsbau ist, ob das jetzt der Kaminbauer ist oder so, also von 10 Gewerken bringen dir 50%, 5 Gewerke, die Angebote per Hardcopy-Ausdruck an die Tür. Ja, ich weiß. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Ich habe mich total gefreut, weil so konnte ich die Leute persönlich kennenlernen. Aber wenn ich mir vorstelle, also allein die Fahrtzeiten, ja, die Zeiten, in denen du nicht auf deiner Baustelle bist, die Zeiten, an denen du nicht an deinem Unternehmen arbeiten kannst, sondern im Postbote unterwegs bist. Ich weiß, das ist glaube ich auch so handwerksüblich, also kenne ich auch, eben den Brief dahin bringen, das da einschicken, eben nochmal auch das ganze Thema Werkzeugmanagement. Ne? Da braucht der eine auf der Baustelle eben mal das Werkzeug, dann braucht er die Maschine, dann fehlt da wieder Silikon. Also die ganzen Prozesse, die abseits sind, die überhaupt zu kennen, was man da überhaupt an Kosten produziert, die nicht irgendwo wirklich in Cash sich umwandeln lassen. Ja. Und das überhaupt zu wissen, oder auch das Fahrtwegenmanagement, ne? Das ist ja auch so ein Thema, dass man nicht eben stückchenweise immer wieder zu der einen Baustelle und zu anderen da wieder was hinbringt, sondern dass man das irgendwie bündelt. Das ist ja auch ein Riesenthema, damit die Produktivitäten auch da sind, dass man
also wirklich am Geschäft arbeiten kann, neue Ideen strategisch arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, diese strategische Blickwinkel ist, glaube ich, bei vielen gar nicht da, weil die so im operativen Geschäft sind und die Abläufe irgendwie so sehr reaktiv tun. Ja, und absolut. Nicht, ja. Genau. Jetzt und nicht geplant. Ja. Das ist ja das, was wir völlig unabhängig von der Branche selber immer wieder jetzt hier auch im Podcast zum Besten bringen, dass wir aus dieser Reaktion in die Aktion müssen, ja, dass wir aktiv uns hinterfragen müssen. Und ich meine, wenn wir kurz beim Handwerk oder Baubranche bleiben, dann geht es denen ja momentan echt super. Ja, die Auftragsbücher sind voll. Mhm. Da gibt es vielleicht eine Problematik im Fachkräftemangel, dass ich die Mitarbeiter nicht herkriege. Ja. Oder ich habe das Problem der Skalierbarkeit, dass ich einfach nicht mehr Aufträge annehmen kann, ich eher ablehnen muss oder über eine Preisschraube eine Selektion vornehme und sage, okay, wenn die Leute 50% bereit sind, mehr zu bezahlen, dann würde ich den Auftrag dann vorziehen. Ja. Aber im Grunde ist es ja jetzt nur ein Bunkern an Aufträgen für schlechte Zeiten, so Eichhörnchen-Strategie. Ja. Mhm. Aber jetzt wäre eigentlich genau der richtige Moment, um zu investieren, um in die Skalierbarkeit des eigenen Unternehmens zu investieren. Genau, nämlich die gleichzeitig zu, also so gleichwertig eben abzuarbeiten zu können. Genau. Ne? Und auch wenn du sagst, wenn der bereit ist, 50% mehr zu zahlen, das wissen ja, also die meisten wissen das ja gar nicht. Also klar hat man einen Auftrag oder mehrere Aufträge, aber die Vergleichbarkeit herzustellen, habe ich den mit 50% mehr angeboten oder nicht? Also auch das ist ja wieder so ein bisschen Glücksspielerei oder Glücksreiterei, ne? Wenn man das sieht, weil man es gar nicht weiß im Endeffekt, weil man gar nicht weiß, was sind denn wirklich die Kosten, die in dem Projekt anfallen und ist das wirklich der Auftrag, der mir am meisten Geld generiert oder wäre es dann doch der andere gewesen? Also weil eben vielleicht auch, man hat ja auch die Kundenperspektive, dann kommt der Architekt mit ins Spiel, dann passt das wieder nicht und die Nacharbeiten, ne? Das kommt ja auch noch dazu, ne? Wenn man einmal fertig ist, dann kommen ja ganz viele noch und sagen, ich hätte das aber lieber so gern gehabt, auch das gefällt mir doch nicht, können wir das nochmal ändern, ne? Und schon hängt man wieder in dem Prozess drin. Ja, absolut. Miriam, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Lass uns doch vielleicht nochmal in den nächsten 5 Minuten so ein bisschen Rapid Fire hier machen. Das heißt, wir hauen mal so ein paar Produktivitäts-Hacks und Tools raus. Wir haben jetzt schon LexOffice genannt, was ich wirklich gerade für Angebotserstellung, ich werde dort wunderbar geführt, also Angebotserstellung, Auftragserteilung, dann Rechnungsstellung, Abschlagszahlung, ne, Schlussrechnung stellen, all das habe ich wunderbar auch in einer Kundenchronologie oder Historie hinterlegt, dass ich genau nachvollziehen kann, wann hat der Kunde sein Angebot bekommen, wann war der Auftrag, wann war die Rechnungsstellung, wann ist die Mahnung raus, ja, also auch das ganze Mahnwesen ist darüber abbildbar. Wir verwenden das auch für die Belegerfassung und für die Lohnbuchhaltung. Also das ist ein schönes, umfassendes Tool und was ich sehr mag, darauf achte ich immer bei dem Einsatz von Tools, dass ich das auch auf mobilen Endgeräten dabei habe. Also ich habe alle Angebote immer in meiner App dabei, weil ich natürlich auf LexOffice meine Daten zugreifen kann. Ich könnte sogar den Auftrag handschriftlich auf meinem Handy oder Tablet unterschreiben lassen. Ja, also ja, das ist richtig ganz cool, auch gut, Ja, was ich noch unschlagbar finde, das geht so ein bisschen in Belegsmanagement, das Get My Invoice. Yes, das hätte ich auch empfohlen. Sehr cool. Weil das ist einfach, das ist wirklich ein geniales Tool. Und zwar ist das, man hinterlegt seine ganzen Accounts, die man hat. Also ob das ein E-Mail-Account ist, ob das der Amazon-Account ist, Facebook-Account, alle möglichen Telekom-Account, also Vodafone. Und durch die Anbindung der Accounts zieht Get My Invoice einfach die Rechnung raus. Erkennt die Rechnung und holt das wirklich raus, bündelt das und man hat halt auch eine Schnittstelle auf jeden Fall zu Datev. Ja. Und weil es ist ja meist so, dann kommt die eine Rechnung in dem E-Mail, die andere ruft man irgendwo auf irgendwelchen Portalen ab und das kann man halt super anbinden und da kommen immer mehr dazu. Also das ist ein super, super Tool. Also nutze ich auch privat. Oder was heißt nicht privat, sondern auch hier im Job. Also es ist super. Weil man einfach da auch die Möglichkeit hat der Vollständigkeit. Also es ist ja jetzt gerade so eine Phase, wo die Hälfte, ein Viertel digital ist, die andere Hälfte kommt wirklich noch per Post. Mhm. Also es ist ja so ein, man hat ja keinen Kanal, der wirklich 100% digital ist. Ja.
sondern uns und immer über verschiedene Kanäle. Ne? Also klar kann man sagen, man macht eine E-Mail-Adresse, wo nur Rechnungen reingehen. Ne? Aber das ist ja auch wieder, muss man immer wieder mitteilen. Ja, das geht, dann kriegt Gott, Gott. Genau. Ja. Und so hat man wirklich eine Möglichkeit, die Vollständigkeit zu gewährleisten, ja, der Belege. An einem Ort, das ist der springende Punkt. Bei mir war das immer so, das war die schlimmste E-Mail, die ich im Jahr bekommen konnte vom Steuerberater am Ende des Jahres. Ja. Kannst du mir bitte folgende Belege noch schicken? Und jetzt pass auf, da waren dann wahrscheinlich 2/3 der Positionen auf dieser mehrere DIN A4 Seiten Liste Amazon. So, wenn du was bei Amazon bestellst, Leitsordner, irgendwelche Kleber, Stifte oder Zeug, dann ist es ja so, dass die Händler nicht alle automatisch die Rechnung irgendwie per E-Mail schicken, wo du dann sagst, hey, kann ich dann super weiterleiten oder ausdrucken, am besten in den Leitsordner abheften, ja. Sondern das musst du ja dann anfragen und das macht Get My Invoices alles automatisch. Ne? Also die scannen im Grunde deinen Account und wenn die merken, oh, da ist keine Rechnung hinterlegt, dann schreiben die Person oder das Unternehmen, dass dir da irgendwas verkauft hat, automatisch an und dann schicken die Rechnung, das kriegt wieder Get My Invoices mit und perfekt. Ja, nee, das ist ein super Tool. Dann nochmal in puncto Rechnung schreiben, gibt es nochmal Easybill. Habe ich jetzt beim Mandanten gesehen, war ich auch sehr begeistert von. Auch mit Schnittstellen, also auch da Rechnungsschreibung, Angebotsschreibung, also auch sehr transparent und gefiel mir auch sehr gut. Ja, nicht so komplex wie LexOffice, ne? Genau, genau. Aber auch ein cooles Tool, ja. Vielleicht auch, ich habe auch noch ein Tool, wir machen immer so einen Wechsel, ne? Wir zählen einfach noch. Gut. Weil es kommen ja doch Sachen per Post, ja, und ich habe mir überlegt, wie kann ich diesen Prozess optimieren? Und da gibt es einen Service, die Company heißt Kaya, also geschrieben C-A-Y-A, und dort machst du quasi mit so einem Umzugsservice bei der Post, organisierst du das so, dass deine komplette geschäftliche Kommunikation dort eingeht, die öffnen die Post für dich, die scannen das und dann kriegst du per E-Mail gesammelt, wenn du willst, einmal in der Woche eine E-Mail mit Auflistung, was hast du alles am Post bekommen, und die filtern auch schon vor und erkennen, das ist hier deine Gehaltsabrechnung, das sind hier deine Rechnungsbelege von der Telekom und so weiter und so fort. Und dann hast du das Ganze digital und kannst dann über einen Service wie Zapier zum Beispiel das Ganze wieder zu Get My Invoices zum Beispiel weiterleiten. Und hast und die physische Post schicken die dann zurück oder was machen sie damit? Genau, wenn du zum Beispiel vom Notar eine Urkunde bekommst, ja, dann ist die natürlich dort auch eingescannt, aber nicht jede Seite, die Arbeit machen sich nicht, die informieren dich nur, dass so ein Dokument gekommen ist. Und dann kannst du das sammeln wie so eine Art Warenkorb und dann kannst du einmal im Monat sagen, und jetzt schick mir die Originalbelege. Ja? Das kannst du auch am Ende des Jahres machen, wenn du sagst, du willst das jetzt irgendwie alles für deine Leitsordner haben, weil du es haben musst, physisch, dann kannst du dir das natürlich auch alles als Archiv schicken lassen. Das geht auch. Mhm. Ja. Okay, sind die datenschutzrechtlich auch wahrscheinlich auch safe? Oder? Deutsches Unternehmen, ja, absolut. Ja, okay. Safe. Ja. Ja. Nee, das ist auch spannend. Genau, dann komme ich mit dem nächsten. Das ist Haufe Kanei. Haufe Kanei ist, also man kann einfach seine BWA, die man hat, hochladen. Und das ist auch ein Planungstool. Und zumindest rudimentär, dass man, also es geht nicht in die Tiefe Kostenstellen, Kostenträgerrechnung, aber man kann auf Basis von der BWA, die vom Steuerberater kommt, das einleiten, die analysieren das auch sehr gut. Und man kann eben darauf basierend auf der Struktur eben auch planen. Das ist zumindest für jemanden, der sich mal Gedanken machen will, wo will ich eigentlich auf der Struktur, die ich vom Steuerberater bekomme, weiter planen. Ist auch eigentlich ein sehr gutes Tool, um sich mal einfach grundsätzlich Gedanken zu machen. Wie kann ich planen? Wobei, wie gesagt, es ist nicht auf Projekte, es ist einfach so rudimentär erstmal eine Möglichkeit, betriebswirtschaftlich zu analysieren und seine Planung eben zu machen. Ja. Cool. Ich unterstreiche nur noch mal kurz das Tool Harvest für die Zeiterfassung. Warum finde ich das wichtig? Es gibt ganz viele Zeiterfassungstools, die sind allerdings in der Oberfläche sehr rudimentär. Das heißt, du sagst, du hast ein Projekt, da gibt es ein Stundenkontingent und dann arbeitest du das ab und dann dokumentierst das Ganze. Es gibt aber auch unterschiedliche Projekte, Varianzen, zum Beispiel kann ich sagen, es gibt ein Projektbudget, ja, und dort sind sämtliche Leistungen, Projektmanagement, Projektleitung, Beratung und so weiter enthalten, und
die haben bei mir vielleicht einen anderen Stundensatz, also ein Projektmanager 140 Euro und Berater 300 Euro. Ja, dann kann ich das quasi in diesem Programm hinterlegen und kann mir zum Beispiel einen Alarm einstellen und sagen, okay, wenn das Projekt bei 80% ist, ja, muss ich reflektieren, auch dem Kunden gegenüber und sagen, hey, pass auf, jetzt verlassen wir langsam die Komfortzone, jetzt müssen wir uns konzentrieren, wir haben noch 20% vom Budget, ja, und ich kann dann genau sehen, wie viel haben die Berater von dem Budget gebraucht, wie viel die Projektmanager, und so kann ich, wenn ich sehr granulare Projekte habe, das wunderbar abbilden über dieses Tool. Das hört sich gut an. Also ich kenne das nicht, aber das hört sich gut an. Ich kenne noch ein anderes Tool, das geht aber ein bisschen weiter, das Personio. Personio ist... Das sagt mir was, ja. Genau, Personio ist ja eigentlich so eine typische Personalsoftware, also dass man wirklich seine eigenen Mitarbeiter anlegen kann, Personalakte, digitale Personalakte. Geht aber auch bis zur auch Stundenaufschreibung, auch digital, also auch per App geht das. Ist halt so ein bisschen eine größere Lösung auch für halt das ganze Personalmanagement und Mitarbeiter. Also das für 5 Leute fände ich das jetzt zu viel. An Funktionalitäten, aber so ab 20, 30 Mitarbeiter ist das schon ein Tool, was man gut haben kann, weil darüber das ganze Personalmanagement läuft. Also auch Genehmigungsproblematiken. Also wenn jetzt zum Beispiel Mitarbeiter einen Tag frei haben möchte oder zum Arzt möchte, wird das einfach digital, über Urlaubsplan, wird das eigentlich alles digital hinterlegt und auch der Abstimmungsprozess ist digital hinterlegt. Also dass man geht jetzt nicht irgendwie mit dem Papier zum Chef und unterschreibt mir das mal, sondern es wird halt darüber alles geregelt. Also die Flows da hinten dran sind halt darauf angelegt, den ganzen Personalmanagementprozess zu erleichtern. Stark. Und auch mit Schnittstelle zu DATEV. Also wenn man wieder im Sinne vom Steuerberater denkt, also auch da gibt es Schnittstellen, dass man halt die Themen rüberpacken kann. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, den du gerade gibst, immer zu überlegen, wer ist in meinem Prozess eigentlich beteiligt. Ja? Und wenn der Steuerberater beteiligt ist, wovon in der Regel auszugehen ist, dann braucht der die Daten natürlich auch. Also muss ich mir Tools suchen, die diese Schnittstellen zur Verfügung stellen. Ja, genau. Ja. Hast du noch ein Tool? Ich habe noch Flowpilot. Flowpilot ist das klassische Cash-Management-System, auch auf basierend von BWAs oder einfach über Excel. Auch das ist eigentlich sehr gut, dass man so ein bisschen seinen Cashflow managt. Auf einer sehr einfachen, Basis, aber es ist halt nicht sehr komplex. Ne? Also es gibt halt relativ viel Funktionalitäten auch, und man kann halt seinen Cashflow dann auch entsprechend planen, wenn man denn seine Strukturen auch kennt. Also es ist halt immer so, klar gibt's so generell, es gibt viele Tools, die man auch nutzen kann, aber man muss halt immer quasi auch das eingeben, damit was Ordentliches rauskommt. Ja. Ne? Garbage in, garbage out, kann man auch mal dazu sagen. Also man muss schon seine Prozesse kennen, und auch wenn man so ein Flowpilot hat, man muss trotzdem weiterdenken, ne? Was für Aufträge habe ich, was für ein Cashflow kommt rein, also muss schon seine Strukturen auch für so Tools kennen, ansonsten bringt das, was rauskommt, auch nichts. Also das Wichtigste ist immer, dass man selbst so eine eigene Struktur im Unternehmen hat und weiß, nach was man steuert. Erst dann machen aus meiner Sicht diese Tools überhaupt auch Sinn. Ja. Also zumindest wenn ich ein punkto Auswertungstool gibt. Also LexOffice ist super, das aber geht eher so in Richtung Buchhaltung, Rechnung, aber um Strukturen, um zu planen, um wirklich auf Cashflows zu planen oder Ergebnisse zu planen, ist es meines Erachtens schon wichtig, dass man die Struktur seines Unternehmens und seine Kostenträger kennt und auch seine KPIs, nach denen man eigentlich steuern möchte oder muss. Ne? Also das ist unausweichlich. Also das ist, wo ich sage, das ist halt grundlegend auch für die Anwendung dieser Tools. Ja, das ist auch wichtig. Ich meine, das machen wir mit unserem Auto ja auch, ja, dass wir so alle 2 Jahre, glaube ich, ist der Rhythmus zum TÜV gehen und die Jungs und Mädels dort fragen, ob das noch irgendwie funktioniert, was wir da Auto nennen. Das kann man eigentlich bei den Prozessen schon fast aus meiner Sicht jährlich machen, dass man eigentlich jährlich mal draufschauen muss und sagen muss, arbeiten wir eigentlich noch effizient? Ich meine, die Tools, die wir jetzt aufzählen, und das könnten wir, glaube ich, noch eine halbe Stunde länger machen, die sorgen dafür, dass, oder die zeigen ja, dass diese Applikationen funktionieren, dass sie da sind, dass ich die miteinander kombinieren kann, dass die miteinander sprechen, dass es keine Silos oder Einzellösungen oder Insellösungen sind.
Und dass man, und das ist auch nochmal mir persönlich ein wichtiger Hinweis, dass das Thema Prozesse immer ein individueller betrieblicher Prozess ist. Ja, also das kannst du einfach nicht mit Schablone machen. Ja? Also Deswegen haben wir heute ja auch hier immer wieder Beispiele gebracht, wie macht das ein Handwerker oder vielleicht ein Startup, ein Technologie-Startup und so weiter. Die brauchen andere Infrastrukturen. Größere Companies können sich Schnittstellen auch programmieren lassen. Ja? Also man ist da gar nicht so sehr auf das angewiesen, was die Tools heute mitbringen. Die größeren haben alle irgendwelche APIs, dass man über diese Schnittstellen dann andere Sachen wieder anbinden kann, sodass die Tools miteinander reden können. Also ich glaube, das ist total wichtig und sollte uns einfach, und das ist, glaube ich, so eine Mindset-Frage, wir müssen uns einfach so die Angst nehmen, uns dem Thema zu widmen, ja, und sagen, okay, das wird vielleicht ein bisschen ungemütlich in den nächsten Wochen, ja, aber wenn wir das im Griff haben, dann haben wir eine Umsatzsteigerung, dann haben wir eine Effizienzsteigerung, dann sind unsere Mitarbeiter entlastet und vor allen Dingen nicht mit Aufgaben betraut, auf die sie vielleicht gar keine Lust haben. Ja. Genau, und man ist einfach effizienter, ne? Also das ist halt das Thema. Und entdeckt einfach Themen, wo er sagt, boah, da bin ich gar nicht drauf, also nicht drauf gekommen, aber guck mal, was für ein Thema wir eigentlich hier haben. Ja, absolut. Da einfach so eine Sensibilität zu bekommen. Ja. Das ist halt extrem wichtig. Ich habe noch ein Thema bei LexOffice, was ich sehr cool finde. Also wie gesagt, man kann auf Knopfdruck kriegt man eine Verfahrensdokumentation. Also Verfahrensdokumentation ist ja ein wesentlicher Bestandteil, der eigentlich auch bei jedem Unternehmen hinterlegt sein muss. Quasi Hintergrund ist so ein bisschen, wenn jetzt eine Finanzbehörde prüft oder man in die BP-Prüfung reinkommt. Möchten die irgendwas haben? Also die prüfen ja anhand der Daten nur noch, wie ist der Datenfluss. Um so eine Verfahrensdokumentation sagt ja, wann kommt der Beleg, wie ich die Prüfung, wie ist das interne Kontrollsystem, also in klein. Damit die einfach schon mal so eine Verfahrensdokumentation haben und sehen, okay, da ist ja alles mit berücksichtigt. Die Abläufe, die Prozesse, die buchhalterischen Prozesse, die sind alle dokumentiert. Es gibt interne Kontrollsysteme. Damit kann ich eigentlich den ganzen Datenbestand nur noch plausibilisieren, weil ich weiß, die Verfahrensdokumentation gibt mir an, dass die Prozesse der Buchhaltung stimmen. Super Tipp. Genau. Und das ist eben, eigentlich muss man sich hinstellen, so wie läuft dann mein Beleg, wie schreibe ich eine Rechnung, wie ist mein, also der ganze Auftragsannahmeprozess, Auftragsdurchführungsprozess, also wenn man jetzt mal so in internes Kontrollsystem auch reingeht, das macht einfach LexOffice auf Basis von LexOffice, wie halt die Prozesse dahinterlegt sind. Und das ist halt ein Riesenthema. Weil das kommt natürlich. Also wenn man die nicht hat, dann hat man natürlich auch den Finanzbeamten öfters mal hier sitzen und dann geht der nämlich auch in die richtige, also nicht in die richtige Prüfung, aber in die Detailprüfung dann, wenn das eben nicht vorliegt. Und es muss eigentlich vorliegen, die Verfahrensdokumentation. Und das ist bei LexOffice wirklich gut, dass sie auf Knopfdruck quasi dann da ist. Ja, sehr cooler Tipp. Ich glaube, und wir werden in den nächsten Podcast-Folgen da auch in das Thema Controlling, also vor allen Dingen auch, wie kann ich mit dem Controlling die Firma steuern, ja, oder nachjustieren, weil was ich auch mal interessant finde, man überlegt sich immer neue Geschäftsmodelle, ne, wo kommen die nächsten Einnahmequellen her, aber man vergisst so ein bisschen die Rückschau, die Reflexion und sagt, wie effizient gehe ich denn eigentlich mit den Finanzen und mit den Steuerthemen in meinem Unternehmen um, und da sind sicher sehr viele Geldabflüsse, die so gar nicht sein müssten, wenn ich das anders gestalten kann. Und darum kümmern wir uns in den nächsten Folgen. Unter anderem auch das Thema, was wir heute auch mal überlegt hatten, aber es wäre ein bisschen komplexer geworden. Das Thema standortunabhängiges Arbeiten oder was ist, wenn ich das Land verlasse und dann eine Company aufbaue. Da kann die Miriam uns ein Lied singen. Darauf freue ich mich wirklich, weil das auch immer wieder so ein Gedanke manchmal ist, wenn ich mich zum Beispiel ertappe und versuche, im Auto zu telefonieren und die Handyverbindung reißt alle 2 Kilometer ab. Ja, das ist halt, also viele machen das, also das ist ja, das beste Beispiel, wir haben eine GmbH und sage, ich habe keine Lust mehr hier, also GmbH-Anteil im Privatvermögen, was ja auch die meisten haben, also wenn man eine Holdingstruktur ist, hat man das Thema nicht, und gehe ins Ausland, melde mich hier ab. Das wissen die meisten nicht so, was für eine Konsequenz das nach sich zieht. Und vor allem haben wir, das Thema heißt Wegzugsbesteuerung, haben wir natürlich auch ab 1.1.2022 eine Verschärfung in dem ganzen Thema.
Sehr spannendes Thema, hatte ich gerade gestern der Fall, war gar nicht so bewusst. Also ist jemand einfach sich abgemeldet, schon vor 3 Jahren ist in die Niederlande gegangen und sagt, ja, was habt ihr denn gemacht mit der Wegzugsbesteuerung? Nix. Also das ist einfach so ein Thema, wo ich sage, ja, schwierig dann. Ne? Ja. Zumindest muss man wissen, über was man redet. Ne? Also und die Gefahr einfach auch wissen, was ankommen könnte. Ne? Oder also das Thema ist halt wirklich ein Riesenthema. Zumindest für die, die einfach mal sagen, ich melde mich mal ab auf Deutschland, genau, irgendwo anders sind. Danke Miriam übrigens für den Cliffhanger, also das neugierig machen auf die nächste Podcast-Folge. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um unsere Audience hier im Podcast. Genau. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank und freue mich auf nächste Woche.